immer noch in Königsleiten und neben mir steht Tom Novi. Kommen wir doch mal zu dem Thema, mit dem du weltberühmt geworden bist, mit Musik. Ja, ich hab vorhin gehört, du hast einen neuen Mix von Now or Never. Ja, ich habe so einen Late Night 280 Minuten Mix gemacht, der in der After Hour so reinknallt, dass jedem das Gesicht verschiebt. Ricardo Villalobos Mix. Ja, genau, sowas in der Richtung. Nee, tatsächlich ich war jetzt wirklich echt viel im Studio. Es kommt eine neue Single, es kommen von den alten Sachen ein paar neue Remixes. Es gibt, ich habe die CD dabei, habe ich vorhin schon geschenkt. Es gibt gerade eine neue Mix Compilation. Das ist die Winter is Timeless Compilation. Das ist die Winter is Timeless Compilation. Wir waren ja tatsächlich mit Timeless hier in den Skigebieten unterwegs und es hat echt unglaublichen Spaß gemacht, auch wenn es jetzt nicht immer musikalisch so ein Highlight ist. Also manchmal in den Bergen erwischt man halt auch einen Tag, wo halt nur Prälaten rumlaufen, aber ist egal. Also ich finde, es war ein schöner Winter und jetzt freuen wir uns natürlich auf den Ibiza-Sommer. Denn natürlich, die fünfte wieder im Leo. Ja genau, die fünfte Saison im Leo und wir freuen uns natürlich. Dann geht's am 20. Juni los und alle, die ihre Flüge buchen, da muss ein Dienstag mit drin sein. Ja, genau. Dann, wer ist beim Opening da neben Tom Novi? Über das Line-Up kann ich noch überhaupt nichts sagen, weil ich noch gar nichts gemacht habe. Aber es kommt bestimmt was Cooles dabei. Es kommt bestimmt irgendjemand. Ja, irgendjemand kommt schon. Vielleicht du musst die. Ja, vielleicht musst du. Oder das Sven Schiffer. Vielleicht noch eine Schönheitsoperation heute. Dieses Jahr. Heute machen heute. Wir noch. Vielleicht heute auch noch eine Schönheitsoperation mit Gin Tonic. Oder? Bergliebe Festival Mountain hier in Mountain Love. Da hast du ja auch die Compilation gemixt, zusammen mit Johannes Schnell. Ja, genau. Und die war ziemlich erfolgreich. Die war sehr erfolgreich. Die war Nummer 4 oder so in Österreich. Und ja, ich finde, dass der Hannes das auch wirklich gut macht hier. Der ist so ein Visionär. Also jetzt mal vom Tagesgeschäft abgesehen, Hotel und Après-Ski und oben die Alm und Skilift und was man alles so machen muss, hat er halt hier diesen Club gemacht, der wirklich ein toller Club ist mit so einem riesen Panorama und so weiter. Und der bildet sich halt jetzt nicht nur ein, sondern der macht halt auch. Und das finde ich halt schön. Und der ist einfach auch wirklich ein liebenswerter Mensch und ein super Kerl. Wir arbeiten jetzt seit 3 Jahren zusammen und ich komme gerne her. Auch wenn es manchmal nicht so leicht ist, hier im Oberalpendorf so viele Leute hinzuziehen, aber ich finde, er macht seine Sache gut. Und für alle, die noch nie hier waren, also zum Beispiel der Karotte war jetzt vor 2 Tagen hier, der war komplett begeistert, der Peter, und hat mich dann irgendwie angerufen und sagt, Mensch, das ist ja total cool hier, hier müssen wir öfter was machen. Also ich glaube, so nach und nach spricht sich dann rum und dem Hannes seine Rechnung geht auf. Also ich wünsche ihm da auf alle Fälle viel Glück und ich unterstütze ihn da auch gerne. Wir wünschen ihm auch alles Gute hier mit Bergliebe Mountain Love Festival. Wir gehen jetzt wieder rein, weil ich friere mir gerade die Eier ab. Tom Novi, du bist der Größte, ich liebe dich, ich bin hier wieder rein. Tschüss. Yes.